Heute geht es um die Leichtigkeit deines Seins. Bevor wir darauf eingehen, auch heute bitte ich dich wieder, wenn dir meine Video-Challenge für eine starke Resilienz gefällt, dass du mir ein Like oder ein Herz spendest und noch viel lieber einen Kommentar oder eine Frage, die du hast, auf die ich dann gerne eingehen werde. Das alles wird, wie gesagt, mit Reichweite von dieser Plattform belohnt. Okay, ich freue mich, dass du auch bei diesem Video wieder dabei bist. Sind wir ehrlich, im ersten Moment, wenn Menschen von den Zusammenhängen aus den letzten Videos hören, reagieren sie völlig unterschiedlich. Die einen reagieren ablehnend und andere fühlen eine gewisse Leichtigkeit des Seins. Die Leichtigkeit, die oft empfunden wird, kommt in vielen Fällen durch eine sich auflösende Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit und dem Bewusstwerden der eigenen Macht. Wir erleben immer wieder, wie ein Mensch reagiert, der normalerweise nichts von diesem Zeug glaubt, worüber wir in den letzten Videos gesprochen haben. Wie dieser Mensch plötzlich zu erkennen beginnt, dass es stimmt und funktioniert. Die Reaktionen im Augenblick der Erkenntnis sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Die meisten reagieren allerdings neben dem leuchtenden Augen mit: Oh mein Gott, es ist tatsächlich Realität. Das Leben ist umso viel einfacher und macht so viel mehr Spaß. Nun, wo wir gerade beim Thema sind, moderne Wissenschaftler vergleichen das Leben auch gerne mit dem Ton, den eine Klaviertastatur hervorbringt. Stell dir anstelle der 88 Tasten eines Klaviers 88 Millionen und mehr Tasten vor. Daraus ergeben sich Billionen von Tonkombinationen. Aufgrund deiner einzigartigen Individualität erzeugt deine einmalige Persönlichkeit eine einzigartige Frequenzkombination und gibt diese in das Klangfeld hinein. Wenn man alle Klangkombinationen in diesem Feld auf einmal anhören könnte, wäre es ein Riesenlärm. Aber die Rezeptoren unserer Persönlichkeit empfangen nur eine bestimmte Anzahl dieser Frequenzen. Alle anderen werden durch den Filter unserer Verhaltensmuster, Erfahrung, Gewohnheiten blockiert. Aus diesem Grund empfangen wir nur die Informationen, auf die unsere Antennenrezeptoren ausgerichtet sind, aufgrund unserer Erfahrungen und Verhaltensmuster. Trotzdem sind alle Informationen gleichzeitig da. Wir können uns gut vorstellen, dass jetzt einige, die das Video sehen, puh, sagen, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Nun, über das, was ich hier spreche, ist nicht meine Meinung alleine. Es sind die Aussagen moderner Wissenschaftler wie Professor David Elbaroff, Professor Dr. Hemet Stuart Hameroff, Dr. Amit Goswami, Candence, Fred Allen Wolf und Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, Carl Brigham, George Spencer Brown, John C. Eccles oder der Wissenschaftler Pyvios und viele mehr. Wenn dich interessiert, wie diese Zusammenhänge dir außergewöhnliche Erfolge, Glück und Wohlstand ermöglichen, dann hast du die Möglichkeit, dies auf unseren Events zu erfahren. Danach wirst du zu den wenig Wissenden gehören, die eine so starke Resilienz haben, dass ihnen ihr Erfolg, Glück und Wohlstand quasi in den Schoß fällt. Wir werden das weiter verfolgen. Bis zum nächsten Video, aber erst einmal wünsche ich dir wie immer eine gute und erfolgreiche Zeit und bleibe gesund.